Hi, mein Name ist Peter Frahm und heute mal wieder was zum Thema Leben auf die Kette kriegen oder wer es noch ein bisschen geiler und hipper haben will, sagt halt Life Management dazu. Das ist geil. Und das hier sind ja aus meiner Sicht fünf effektivsten täglichen Gewohnheiten, um sich das Leben auf jeden Fall zur Hölle zu machen und auch gar nichts von dem zu erreichen, was man sich irgendwann mal vorgenommen hat. Und bei je mehr von den fünf Dingern ihr euch hier erwischt, desto logischer ist es, dass irgendwo Stagnation bei euch im Leben herrscht. Heißt das jetzt, man muss zwangsläufig immer handeln wie so ein Tier und den ganzen Tag effektiv und selbstdiszipliniert an seinem Leben und an seinen Zielen arbeiten? Nein, aber wer vorankommen will, der tut meines Erachtens gut daran, diese Liste hier zu befolgen, beziehungsweise das Gegenteil hiervon zu machen. Und wir fangen direkt an mit der fantastischen Nummer 5, und zwar Zeitverplempern in Form von Fernsehen, Pornos, Social Media oder eben sonstige Zeitverplemperer. Aber da würde ich sagen, die drei sind mit dabei. Und Pornos sind jetzt wahrscheinlich eher so eine Männerdomäne, würde ich jetzt mal schätzen. Und Social Media aber wohl eher eine Frauendomäne. Das ist die Pornoindustrie für Frauen sozusagen. Und du kannst dein Leben nicht auf die Kette kriegen, beziehungsweise irgendwas auf die Beine stellen, was von Bedeutung ist oder dein Leben irgendwie voranbringen oder raus aus dem Schlamassel, aus der Stagnation und so weiter, wenn du bei diesen drei Punkten hier zu viel Zeit verplemperst. Heißt das, man darf jetzt nie wieder Fernsehen oder sich mal ein Porno reinziehen oder bei Social Media, bei Facebook gerade mal reingucken? Nein, das heißt es natürlich nicht, aber Fernsehen würde ich gegebenenfalls rausschmeißen oder wirklich nur ganz selektiv irgendwas Sinnvolles gucken, aber dann auch zeitlich begrenzt, dass man da nicht irgendwo bei irgendeinem RTL-Schwachsinn hängen bleibt und sich dann noch verblöden lässt, ja, durch die Werbung und so weiter. Pornos würde ich streichen oder was weiß ich, einmal im Jahr oder so scherze oder einmal im Monat höchstens, denn dadurch wird man größtenteils komplett unglücklich gemacht und kriegt ein absurdes Frauenbild auch. Und ja, könnt euch ja mal ein Porno reinziehen, aber übertreibt es halt nicht, wie viele Männer das machen. Und Social Media würde ich einmal, zweimal am Tag vielleicht reingucken und das war's dann auch. Aber dann nicht von einem Katzenvideo aufs nächste Essensrezept und was weiß ich was. Was ich allerdings empfehlen kann bei Social Media, ist sowas wie YouTube hier und sinnvolle Videos gucken, um sich auf Trab zu halten. Ja, das würde ich jetzt nicht als Zeitverplempern in Sachen Social Media ansehen, außer ihr guckt jetzt 20 Stunden am Tag irgendwelche YouTube-Videos und so weiter, anstatt mal ins Handeln zu kommen. Nächster Punkt, Punkt 4 ist ungesunder Lebenswandel in Form von schlechtem Schlaf und schlechter Ernährung. Und Jammern würde ich auch noch dazu zählen, ja, denn es geht ja hier um Energiemanagement. Denn wenn du keine Energie hast tagsüber, dann kannst du auch nichts leisten und dann kannst du auch nicht an deinen Zielen arbeiten oder im Leben vorankommen oder irgendwas auf die Kette kriegen. Denn die Grundvoraussetzung dafür ist ja, dass du Energie hast. Das heißt, ein chaotischer Schlafrhythmus oder zu wenig Schlaf, wo ich ein König drin bin, das ist keine sinnvolle Voraussetzung. Eine beschissene Ernährung natürlich auch nicht und viele Leute trinken einfach kein Wasser. Ja, die stehen dann morgens auf und trinken das erste Glas Wasser irgendwann nachmittags oder sowas, anstatt direkt morgens nach dem Aufstehen sich erstmal einen halben Liter Wasser reinzuknallen. Hier, schön austrinken. Denn der Körper trocknet nachts im Schlaf ordentlich aus. Das heißt, du musst das ganze System erstmal fluten und hydrieren sozusagen. Müssen jetzt auch nicht anderthalb Liter sein. Ich glaube, das ist sogar ungesund dann, aber halt erstmal irgendwie ein großes Glas Wasser reinknallen und dann den Tag beginnen. Das hat gut getan. Und jammern und sich in der Opferrolle suhlen und alles ist so schlimm und so weiter, ist natürlich auch ein riesen Energiefresser, der dich von sämtlicher Produktivität auf jeden Fall ablenkt. Bei dem Punkt auch wieder, man muss jetzt nicht alles 100% richtig und perfekt machen. Ja, ich bin auch produktiv trotz des chaotischen Schlafrhythmus, aber es ist eben ein Indikator oder ein Faktor, der jetzt Produktivität nicht unbedingt begünstigt. Das heißt, es würde noch besser laufen. Ich hätte wahrscheinlich noch mehr Power und Energie, wenn ich auch noch einen vernünftigen Schlafrhythmus dazu hätte. Und manchmal habe ich den auch und dann merke ich auch, dass die Produktivität nach oben geht, dass ich mehr Energie habe und dadurch auch mehr Zeit für Hobbys und so weiter. Und da kann man jetzt sagen, ja, ich will aber gar nicht produktiv sein, ich will eigentlich nur auf der Couch hängen und gar nichts machen und rumhängen und faulenzen. Ja gut, dann ist das hier natürlich das falsche Video, ist ja logisch. Verzieh dich! Was? Kleine Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. So, Punkt 3 ist das Thema Angst und dadurch nicht ins Handeln kommen. Das heißt, man zögert darum, man grübelt darum, soll ich das jetzt riskieren, soll ich das machen? Oh Gott, wie mache ich es denn genau und mache ich es lieber morgen erst? Ja, und ständig die Grübelfalle und so weiter, anstatt einfach mal auch durchaus in kleinen Schritten loszulegen und dann so nach und nach gucken, was am Ende dabei rauskommt oder ob es in die richtige Richtung geht und so weiter. Und dann kann man immer noch mal sagen, veröffentliche ich das jetzt, was ich hier geplant habe, oder ist das die richtige Richtung, in die es geht?
und so weiter und so weiter. Aber es wird nie was rauskommen, es wird nie was passieren, wenn man nicht irgendwann ins Handeln kommt. Und da ist die Angst oft, ja, der Hauptzerstörer für die meisten Leute, dass sie einfach zu viel Schiss haben, einfach sagen, nein, ich traue mich nicht und oh Gott, und vielleicht fange ich morgen endlich an. Was ist mit Ihnen, Colonel Sandford? Haben Sie Schiss? Das heißt, wer zum Beispiel irgendein Ziel hat, besser holprig anfangen als gar nicht. Einfach mal loslegen, einfach mal ein Word-File aufmachen und die Ziele mal aufschreiben und so weiter. Oder ja, wenn man jetzt eine Idee hat und ja, das beinhaltet 100 Einzelideen oder 100 Unterpunkte und ihr habt erst zwei davon, ja, dann fangt halt mit den zwei an und guckt, ob euch dann Punkt 3 und 4 und 5 beim Machen einfällt oder einfallen. Denn der Appetit kommt beim Essen, wie man so schön sagt, und so ähnlich ist es auch mit Kreativität. Das heißt, dir fallen mehr Sachen ein, wenn du einfach mal loslegst. Ja, so nach und nach im Laufe des Machens, des Tuns, fallen dir oft noch wesentlich mehr Sachen ein, als wenn du das Ganze erstmal 1000 Jahre durchgrübelst. Dann kommst du meistens nie dazu, dass du irgendwie ins Handeln kommst oder dass ja auch irgendwas einfällt einfach, weil du nicht am Machen bist, weil du nicht mittendrin in der Action bist sozusagen. Und man muss auch nicht die schlimmsten und riskantesten Sachen zuallererst machen und so weiter, aber Hauptsache mal loslegen. Und wie man so schön sagt, die einzigen beiden Tage im Jahr, an denen man sein Leben nicht verändern kann, sind gestern und morgen. Da hat mir mal irgendwo jemand erklärt. Punkt 2 ist, keinen Plan zu haben. Und das kann, wenn Produktivität oder Kreativität oder sowas im Vordergrund stehen soll und irgendwie das Leben vorangehen soll und man irgendein Projekt hat oder ein Ziel hat und so weiter, das kann nicht funktionieren, wenn du keinen Langzeitplan hast. Und aber auch, wenn du keinen täglichen Kurzzeitplan, keine To-Do-Liste oder sowas in der Richtung hast. Deshalb der klassische Tipp, To-Do-Liste abends schreiben, dann ins Bett gehen, damit du schon morgens weißt, okay, ich weiß ja, was ich gestern Abend als To-Do-Liste aufgeschrieben hast. Das heißt, du hast schon einen anderen Drive, wenn du schon aufstehst. Dann knallst du dir das Glas Wasser rein und dann geht's los. Am besten noch mit einem vernünftigen Schlafrhythmus, dass du auch morgens direkt Power und Energie hast und direkt loslegen kannst. Ist natürlich jetzt für Selbstständige, die daheim sind, zum Beispiel leichter, als wenn du dann erstmal zur Arbeit fahren musst. Aber Energie ist trotzdem so eine Sache und natürlich hilft es auch, wenn du angestellt bist, dann mehr Power zu haben und auch später noch mehr Power zu haben und auch abends nach der Arbeit dann deine eventuellen Ziele noch besser verfolgen zu können. Und außerdem mit einem vernünftigen Schlafrhythmus kann man auch vor der Arbeit noch was erledigen. Ihr wisst, dass es so ist. Und zur To-Do-Liste, ja, schreibt da nicht 100.000 Sachen drauf, sondern nur 3 bis 5 Sachen oder sowas, die ihr heute erledigen wollt. Und macht euch nicht zu fertig, wenn ihr das nicht erledigt bekommt, wenn das nicht funktioniert. Hauptsache, ihr kriegt mindestens 1 oder 2 Sachen davon abgehakt. Ja? Denn über 365 Tage macht das einen Riesenunterschied. Und das bringt uns auch schon zum Punkt 1, und zwar tägliche kleine Veränderungen unterschätzen. Ja? Die Leute raffen es einfach nicht, dass es nicht darum geht, was ich heute geschafft bekomme, sondern dass es vielmehr darum geht, dass ich jeden Tag ein bisschen was, zumindest ein bisschen was geschafft bekomme. Und am Ende wird dann abgerechnet. Nach 365 Tagen wird dann Bilanz gezogen. Ja, das heißt, es ist relativ scheißegal, ob ich jetzt heute extrem viel geschafft bekomme. Wenn ich den Rest des Jahres überhaupt nichts auf die Kette kriege, bringt es überhaupt nichts oder bringt es fast gar nichts. Deshalb, steter Tropfen hüllt den Stein, wie man so schön sagt, stimmt aber auch. Und die Leute unterschätzen das einfach, weil das menschliche Säugetier nicht in der Lage ist, so über längere Zeiträume zu denken, weil man immer nur denkt, ach, ich muss jetzt heute was erledigen und ach, das ist aber stressig hier und so weiter. Und ach, ich werde es nie erreichen, das Ziel ist noch so weit weg und so weiter und so weiter. Anstatt einfach kontinuierlich jeden Tag ein bisschen was zu machen und irgendwann ist man dann am Ziel. Außer man verbockt es zwischendrin halt komplett. Ja, das sind so meine Top 5. Es gibt sicherlich noch mehr Sachen, womit man sich schön das Leben verhagelt und auch ja nichts auf die Kette kriegt. Aber das sind jetzt mal die 5 besten, die mir so eingefallen sind, beziehungsweise die für mich am einleuchtendsten waren, wo ich mir sage, okay, das kenne ich von mir selbst, damit habe ich mir schon streckenweise das Leben verhagelt und das kenne ich von Klienten und auch von Freunden, Bekannten, Mitmenschen und so weiter. Also ich hoffe, das hilft. Gerne in die Kommentare mal reinknallen, was euch so zurückhält, was euch hilft, wie ihr das, was euch zurückhält, gegebenenfalls bisher überwinden bekommen habt oder was für euch bisher effektive Strategien waren und vielleicht kann der ein oder andere ja davon auch noch was mitnehmen. Ja, und wer die volle Dröhnung haben will, das komplette Next-Level-Programm sozusagen mit allem drum und dran, der schaut gerne mal bei uns im Next-Level-Forum vorbei. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal, alles Gute, haut rein, ciao. Ich denke, die Welt teilt sich in 2 Lager. Die, die sich nehmen, was sie wollen, und die, die es nicht tun. Wer interessiert sich schon für diese Langweiler?